Und schon ist er bei uns. Schönen guten Abend, Michael Schubert. Guten Abend. Vielen Dank für diesen tollen Adventkranz. Natürlich selbst gebastelt, wie alles, was es zu Weihnachten gibt von Ihnen. Als leidenschaftlicher Erfinder baut man alles selber. Wie ist das genau gemacht? Die kleinen Hütchen sind mit einem 3D-Drucker gemacht. Das Teil, der Fernseher, ist aus Aluminium, ist CNC gefräst. Mhm. Und die Platte darunter ist lasergeschnitten. Irrsinnig genial, diese Tablet- und Handyaufsteller, die wir leider nicht herzeigen können. Warum nicht? Nein, sehr gefährlich. Zwecks Produktpiraterie. War jetzt wir sitzen her, sagen, wissen Sie. Noch einmal sind schnell da, wenn es dann an finanzstarken Menschen trifft, dann ist es schnell nachbar. Und es gibt ja kein Patent. Was war da die Begründung dafür? Ist zu einfach, ne? Es ist technisches Patent gibt es nur für Sachen, die so technisch aufwendig sind, also was noch nicht bekannt sind vom technischen Stand her. Und ja, das ist zu einfach zu patentieren. Sie sind wahnsinnig vielseitig. Sie haben Begleitung für Rollstuhlfahrer, Sie sind sogar Unterwäsche. Ja, genau. Und ein Patent haben Sie für dieses Rad. Ja, genau. Sagt das gar nichts, ein normales Rad, aber dem ist nicht so. Das ist für weiche Untergründe. Das erlaubt den Benutzer vom Rollstuhl im Sitzen, ohne Werkzeug, ohne fremde Hilfe, das Rad bzw. den Rollstuhl sandfahrbar tauglich macht. Moment, ganz langsam. Das gibt es noch nicht? Nein, das gibt es noch nicht. Wie kann das sein? Patentiert. Ich weiß nicht, wahrscheinlich war noch keiner so schlau. Das Ding ist aus Holz? Ja, der Prototyp ist aus Holz. Ist nicht wahnsinnig schwer? Nein, überhaupt nicht. Nein. Ist relativ leicht, ungefähr mit Aluminium zum Gleichsitzen. Und Serienprodukt sollte halt dann aus Carbon sein. Auch in einem Spezialverfahren, dieses Holz so beschichtet? Ja, das ist ein spezielles Verfahren von mir selbst entwickelt. Somit ist es extrem stabil und auch wirklich test- und fahrbar. Also stellen wir uns mal vor, Sie machen Urlaub irgendwo am Meer, sind mit dem Auto unterwegs, vielleicht einem Leihwagen, mit dem Rollstuhl und sind alleine. Und möchten durch den Sand zum Wasser. Richtig. Wenn ich zwei Linke habe, brauche ich 2 Minuten zum Umbauen. Und wenn ich relativ geschickt bin, habe ich es in einer Mit Ihrem geschafft. Patent? Ganz genau, richtig. Alles, was man dafür braucht, um den Rollstuhl sandfahrbar tauglich zu machen, passt in einen kleinen Rucksack rein. Den muss eigentlich auch jeder Rollefahrer mit hat. Und wie gesagt, ohne Werkzeug, ohne fremde Hilfe. Im Sitzen. Geniales Ding. Ja. Österreich-Markt sowieso klar, Europamarkt, weltweiter Markt wäre da. Wieso haben Sie es noch nicht verkauft, bitte? Ja, wir haben sie finanziell nicht einigen können. Es gab schon Interessenten? Es gibt Interessenten, es gibt noch bevor Interessenten. Aber wie gesagt, finanziell haben wir sie nicht einigen können. Und somit ruht das Projekt, bis ich vielleicht das Geld damit verdient habe, was ich dazu brauche, mit diesen Handyständen. Also Erfinderschicksal, dass es etwas gibt, was es noch nie gegeben hat. Es gibt Interessenten, aber trotzdem können sie noch nicht davon leben. Das Patent kostet ja auch einiges. Ja, sicher. Mein Österreich-Patent allein bringt nichts. Er bringt schon was, aber nicht wirklich. Und wenn es mal über das Europäische hinausgeht, dann wird das Ganze unleistbar, zumindest für Einzelpersonen wie Sie bin. Ne? Was würden Sie sich wünschen? Was mir wünschen würde, mehr Initiative von der Politik her. Ne? Weil das ist russisch Roulette, was man da spielt als Erfinder. Ne? Ein Produkt von der Idee serienreif zu bringen, ist nahezu unmöglich. Und weil, ich meine, es ist ja so, wenn es dann was wird, steuern sollen die auch höher an. Somit hätte ich da gerne ein bisschen mehr Verantwortung von der Politik. Also Starthilfe von der Politik. Ein Pool für wirklich geniale Ideen. Eine Kommission aus 4, 5 Leuten, die das beurteilen aus der Wirtschaft. Und dann wird das Ganze vom Anfang bis zum Ende durchgezogen, sodass es dann am Markt erhältlich ist. Und toll wäre, wenn jetzt jemand zuschaut und sagt, das ist eine Wahnsinnsidee. Die Kohle bringen wir zusammen. Ich melde mich bei Michael, wenn Sie sich anschauen wollen, was der Michael Schubert alles macht. Den Link zu seiner Homepage finden Sie auf unseren Serviceseiten und dort gibt es auch alles, was jetzt schon verraten wird, zum neuen Handyaufsteller. Vielen Dank fürs Kommen. Gerne. Ganz spannende Geschichte. Alles Gute für 2015 und vielleicht machen wir mal eine Nachfolgegeschichte, wo wir sagen dürfen, ja, ist sich ausgegangen. Jederzeit. Danke. Sollten Sie zu Weihnachten mit der Bahn verreisen wollen, haben wir für Sie ein paar Tipps kompakt zusammengefasst.